Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Herr Lübcke, Recaro sitzt im Streifenwagen, fände ich super. Müssen wir darüber reden, auf jeden Fall. Aber jetzt zurück zum Thema. Also bereits am 29.08.2012, also kurz nach Beginn der Wahlperiode, hat meine Fraktion das Thema mit der großen Anfrage 1 aufgegriffen und im weiteren Verlauf der Wahlperiode aufrechterhalten. Ich bedanke mich in diesem Fall ausdrücklich bei der CDU-Fraktion, dass sie dieses sehr wichtige Thema nach nunmehr 3 Jahren auch endlich mal für sich entdeckt hat und sie sich dort unserer Meinung anschließt und die Debatte mit diesem Antrag aufrechterhält. Der Antrag geht definitiv in die richtige Richtung, Herr Lohn, und wird daher auch von uns wohlwollend aufgenommen. Es ist auch aus meiner Sicht beschämend, dass die Landesregierung noch immer nicht geschafft hat, sich dieses Themas anzunehmen, nachdem sie nun schon seit Jahren großspurig darauf verweist, es unter anderem auch mit der großen Dienstrechtsreform angehen zu wollen. Die Frage ist aber halt, wo bleibt denn diese Dienstrechtsreform? Ich habe da was im Kopf, es sollte schon Anfang 2013 was kommen, jetzt zuletzt 2015. Jetzt haben wir Mitte 2015, es ist immer noch nicht da und ich habe das Gefühl, in dieser Legislaturperiode kommt da gar nichts mehr von Ihnen. Jetzt sprachen schon Herr Hahn und Frau Dücke an, das Gesundheitsmanagement bei der Polizei gibt es ja schon. Ja, auf dem Papier mag es das geben, da gibt es ja auch dieses Eingliederungsmanagement, aber wenn Sie jetzt mal zum Beispiel mit den Personalräten sprechen, dann wird dieses Management gerne auch immer als Ausgliederungsmanagement bezeichnet, ja? Wo dann Menschen oder Beamte zum Teil, ja, oder kranke Menschen vor allem, aus dem Dienst herausgedrängt werden sollen. Wenn sie nicht wiederkommen, dann fliegst du raus, so ungefähr. Ob das der richtige Weg ist für die Beamten dieses Landes und die Beschäftigten, weiß ich nicht. Ich halte das jedenfalls nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, und da bin ich mir mit der CDU einig, die Krankenstände sind alarmierend hoch. Und die Landesregierung hat bisher nur bedingte Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem tatsächlich vernünftig anzugehen. Da die Regierung aber mit unserer großen Anfrage bereits 2013 auf das Thema hingewiesen wurde, können wir hier und heute natürlich erwarten, dass spätestens nach der Sommerpause ein detaillierter Plan vorgelegt wird, um ein geeignetes Gesundheitsmanagement für die gesamte Verwaltung zu etablieren. Vielleicht mal ein kleiner Tipp am Rande, mit dem man eventuell weiterarbeiten kann. Ich habe es nun schon des Öfteren gehört und vor auch gar nicht so langer Zeit, ich meine, es war sogar im Rechtsausschuss, habe ich die Frage gestellt, ob es von offizieller Seite ebenso gesehen wird. Und das wurde manch auch bejaht. Es gibt nämlich einen komischen Effekt anscheinend. Und ich sage mal, ganz grob kann man sagen, je höher die Besoldungsgruppe ist, desto niedriger ist der Krankenstand. Gut, jetzt kann man natürlich einfach machen und sagen, bezahlen wir einfach alle mit A15 und wir haben keine Kranken mehr. Ich glaube aber, so einfach ist das nicht. Dennoch ist dieser Effekt ja offensichtlich vorhanden. Wir sollten uns also mal die Frage stellen, woran das liegt. Nur an mehr Geld alleine wird es sicherlich nicht liegen, sondern ich behaupte, es liegt vor allem auch daran, dass mit mehr Geld natürlich auch automatisch immer ein Mehr an Verantwortung einhergeht, Partizipation an getroffenen Entscheidungen und auch die Anerkennung der geleisteten Arbeit. Das werden die Hauptgründe für diesen Effekt sein. Die Landesregierung muss sich also vor allem auch mal wieder dran setzen, ihre Beschäftigten für die Arbeit richtig wertzuschätzen und ihnen zu zeigen, dass sie wichtig sind, dass sie es sind oder dass ihre Arbeit es ist, die diesen Staat aufrechterhält. Und eines kann ich Ihnen da versichern, plumpe Reden hier im Hause, wo Sie mit tollen Worten immer wieder hervorheben, wie toll doch alle sind und wie super alle arbeiten und welche Leistungen sie vollbringen, helfen dann mit Sicherheit in keiner Art und Weise weiter. Das Einzige, was Sie damit vielleicht noch erreichen, ist, dass Sie die Beschäftigten damit noch mehr verhöhnt fühlen. Denn wenn Sie hier in tollen Sonntagsreden, wenn Sie in tollen Sonntagsreden über den Klee loben, Ihnen aber nicht auch mit Taten zeigen, was Sie wert sind, dann bringt das gar nichts. Sie müssen Ihnen zeigen, und zwar mit Taten, was Sie wert sind. Reden reichen da nicht. Vielen Dank.